Schloss Hofen, ein idyllischer Renaissance-Wohnsitz der Herren von Reitenau in unmittelbarer Nähe zum Bodensee. Hier trafen sich am vergangenen Freitag Regierungschefs und Vertreter der Länder und Kantone. Sie wollten der Preisübergabe an die internationale Bodensee-Konferenz beiwohnen. Landeshauptmann Dr. Herbert Sausgruber, heuer Vorsitzender der Konferenz, hieß die Gäste herzlich willkommen. Frau Landtagspräsidentin, werte Regierungskollegen rund um den Bodensee, ich darf Sie ganz, ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind und zu diesem Akt der Würdigung der Bodenseekonferenz erschienen sind. Wir bemühen uns rund um den See, die Zusammenarbeit seit vielen Jahren intensiv zu betreiben, in verschiedenen Bereichen, doch mit einigen Erfolgen, ursprünglich sehr dem Bodensee und den damit verbundenen Fragestellungen, verpflichtet Gewässereinhaltung, Schifffahrt, Uferschutz rund um den See. Und im Laufe der Jahre hat sich das intensiviert in andere Inhaltsbereiche des Verkehrs, der Bildung, der Gesundheit, der Kultur. Übergeben wurde der Kulturkommunikationspreis von Dr. Ernst Seidel, Ratspräsident der Stiftung Pro Europa. Die Stiftung würdigt regelmäßig Personen und Institutionen, die einen wesentlichen Beitrag zum Kulturaustausch in Europa leisten. Für den Ratspräsidenten und bekennenden Europäer Ernst Seidel ist Kultur das Band, das uns alle zusammenhält. Ohne gemeinsame geistige und kulturelle Werte gäbe es kein lebendiges europäisches Bewusstsein und keine Identität mit Europa. Ja, die internationale Bodenseekonferenz ist die älteste Zusammenarbeit von drei Staaten. Die ist wirklich beeindruckend und hat Vorbildcharakter für Europa. Deswegen war es uns ein Herzensanliegen, die Konferenz auszuzeichnen. Die Laudatio wurde in Abwesenheit der ehemaligen österreichischen Außenministerin und Nationalratsabgeordneten Frau Dr. Ursula Plasnik durch die Schauspielerin Tamara Stern verlesen. Darin beschreibt sie die IBEK als Vernetzungskünstlerin. Deren Ziel ist es, Bestehendes zum Nutzen aller zu verknüpfen. Grenzen überwinden. Nicht mehr und nicht weniger war der Gründungsauftrag der IBEK. Nicht als Betreiber einzelner Kulturprojekte, sondern als Kulturprojekt an sich will die IBEK möglichst ideale Voraussetzungen für die kulturelle Kooperation in der Bodenseeregion schaffen. In typisch alemannischer Zielstrebigkeit haben sie ein europäisches Vorzeigeprojekt geschaffen. Sein Mehrwert liegt darin, es dem Einzelnen, ob Student, Wirtschaftstreibendem oder Kulturkonsumenten zu ermöglichen, seine Kontakte und Chancen zu verbessern, die Möglichkeiten nicht nur des eigenen engen Umfelds zu nutzen, sondern auch die der Nachbarn. Die internationale Bodenseekonferenz, was sich ursprünglich auf die Gewässerreinhaltung und den Uferschutz bezog, hat sich mittlerweile auf Handlungsfelder wie Kultur, Wirtschaft, Tourismus oder Bildung ausgeweitet und kann beachtliche Erfolge vorweisen. Den turnusmäßigen Vorsitzenden der IBEK und Preisträger freut's. Und ich freue mich natürlich darüber, dass die Zusammenarbeit rund um den See auch von außen positiv gesehen wird. Die Motivation zur Zusammenarbeit, die ist gegeben, unabhängig von dieser Anerkennung, aber wir freuen uns darüber. Im Anschluss konnten sich alle Mitwirkenden am Käsebuffet stärken und beim Apéro ins Gespräch kommen.